neuen Anhänger, dem Portax, mit neuen, ganz, ganz interessanten Features dabei. Und da es auch so viele und so interessante Features sind, freue ich mich, dass ich Manfred Büter von der Firma Böckmann dabei habe, weil der kann uns einiges dazu sagen. Und das geht gleich schon einmal los mit der Heckklappe. Deshalb darf ich ihm auch schon das Mikro übergreifen. Und danke, Henna. So, was Henna hier gerade vorführt, ist auch eine bereits eingeführte Innovation für unseren neuen Portax in der Konstellation, dass eben sehr viele Reitbetriebe gerne diesen neuen Anhänger nehmen, damit eben mit einem Gabelstapler als Beispiel auch gerne mal ein Rundbein hineingefahren werden kann. Das ist möglich durch die Kombination Flügeltür oder auch Klappe nach hinten. So, wenn wir einmal weitergehen, können wir hier bei diesem Anhänger auch sehr schön sehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, über das MMS-System die Trennwand kurz zur Seite zu klappen, sodass das Pferd gerade beim Verladen junger Pferde die Möglichkeit besser nutzen kann, in den Anhänger hineinzugehen. Und zum Wesentlichen kommen wir gleich, weswegen wir auch zu diesem Innovationspreis nominiert wurden. Das ist nämlich unsere schöne neue Sattelkammer für den vorderen Bereich. Da werden wir jetzt einmal um den Anhänger herumgehen. Und auf dem Weg nach vorne kann ich Ihnen auch schon einmal mitteilen, dass dieser Anhänger serienmäßig ohne Aufpreis diese tolle Flügeltürkombination hat und serienmäßig auch das WCF-Fahrgestell hat. Das sind Dreieckslenker mit Federungen, das kennen Sie aus der Automobilbranche, sodass das Pferd beim Transport auf dem Anhänger sehr ruhig steht und alle Stöße werden durch dieses Fahrwerk von unten aufgefangen. Wie gesagt, auch bei diesem Anhänger serienmäßig. So, und nun kommen wir zum Eigentlichen, nämlich unsere neue Sattelkammer. Der Anhänger ist im Vergleich zu seinem Vorgänger etwas länger geworden und etwas breiter vorne, sodass wir hier die Möglichkeit haben, dass wir von außen sogar an die Sattelkammer herankommen. Wir haben das Konzept ganz neu entwickelt. Wir haben hier zwei Türen, sodass von rechts oder links aufgeschwenkt werden kann. Und jetzt ist hier die tolle Idee, man kann das ruhig sagen, es ist eine Idee aus der Praxis wieder in diesen Anhänger hineingekommen, denn ein Karussell, wie wir es nennen, wir können jetzt, ob wir auf der rechten Seite stehen oder auf der linken, diesen Sattelhalter um 360 Grad schwenken, ob es auf der rechten oder linken Seite steht, ist relativ egal, es ist sehr leicht zu betätigen und jetzt fasse ich hier rein, ziehe den Sattelhalter raus und komme so an den Sattel heran. Ich brauche also nicht zwingend in den Anhänger hineingehen. Wenn ich im Anhänger stehe und nur ein Pferd habe, habe ich hier die tolle Funktion sogar, dass ich dann das Pferd auf dem Anhänger sogar satteln kann. Das ist die Innovation für diesen neuen Portax. Am morgigen Tag, Manfred, da wird dann die Katze aus dem Sack gelassen, wie es so schön heißt. Dann ist die Frage, seid ihr mit euren Innovationen ganz, ganz vorne? Und das sieht schon sehr, sehr hochinteressant aus. Und dafür drücken wir euch jetzt ganz, ganz fest die Daumen. Vielen, vielen Dank.